Wie gewohnt absolvieren die Profivereine des deutschen Fußballs im Sommer 2018 ihre Vorbereitungen in Trainingslagern, um sich für die bevorstehende Saison entsprechend zu wappnen. So tut es auch der Hallesche FC und der 1. FC Nürnberg, die beide ihr Trainingslager in der Nähe des Bundeslandes Bayern absolvieren. Am 14. Juli arrangieren beide Vereine ein Testspiel im Waldstadion Weißmain gegeneinander. Wie üblich begleiten auch kleine Szeneabordnungen beider Vereine ihre Mannschaften während des Sommertrainingslagers 2018. So erspähen sich bereits im Voraus des besagten Testspiels die Ultras vom HFC und FCN außerhalb des Stadions. Da jedoch die bayerische Polizei bereits im Voraus der Partie bezüglich der Anwesenheit beider Szenen gewarnt wird, befinden sich seit der Öffnung der Stadiontore Dutzende Beamte passiv im Einsatz. So bleibt es über die 90 Minuten Testkick bei kleinen Pöbelgesängen und dem üblichen Dummgequatsche. Erwähnenswert ist sicher auch, dass sowohl auf Hallenser als auch auf Nürnberger Seite Szenezaunfahnen wie die der Saalefront am Zaun hängen. Nachdem das Spiel, welches der HFC mit 2:1 für sich entscheiden kann, formiert sich eine Polizeikette zwischen dem verhältnismäßig kleineren HFC-Block und dem Spielfeld, um potenzielle Auseinandersetzungen zu vermeiden. Offenbar schaffen es einige Halle-Fans, den Zaun am Gästebereich auf der rechten Seite zum Spielfeld umzureißen, sodass man nun keine Absperrung mehr zum Rasen hat. Aufgrund dessen, dass die Polizei auf Nürnberger Seite nicht im Block steht, ergreifen nun einige Franken nach Abpfiff die Initiative und betreten den Platz. So stehen keine zwei Minuten später plötzlich um die 30 bis 40 FCN-Ultras unmittelbar vor dem HFC-Block und pöbeln in Richtung der Hallenser-Fans. Diesen Platz nach wenigen Momenten auch die Hutschnur, sodass es am unteren Blockbereich zu einzelnen Ausbruchsversuchen kommt. Die dort in Richtung der HFC-Fans stehenden Beamten reagieren auf den Versuch mit reichlich Pfeffer in Richtung Halle, sodass es bei tumultartigen Szenen bleibt. Nach vergeblichen Durchsagen des Stadionsprechers schaffen es nach einigen Momenten dann heranstürmende Beamte, die immer noch auf dem Spielfeld stehenden Nürnberger zu laufen zu bringen. Zitat Saalefront: Einen Tag nachdem die jährliche Fankurvenparty mit 400 Gästen über die Bühne ging, stand mit dem FCN das interessante Testspiel der Saisonvorbereitung auf dem Plan. So ging es mit zwei vollen Szenebussen ins beschauliche Weißmain, wo sich eine passable Anzahl an HFC-Fans im Gästeblock ausbreitete und auch mehrfach Krach machte. Als nach Abpfiff erlebnisorientierte Franken pfiffigerweise das autogrammhungrige Jungvolk unterwanderten, war beim Einpacken der Fahnen Eile geboten. Der Zaun gab infolgedessen nach, zu einem direkten Kontakt kam es aufgrund von rabiat einschreitenden Cops leider nicht. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.